Herzlich willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens Daily DAX am heutigen Donnerstag, dem 5. Januar 2023. Der DAX hat sich eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Nach den zuletzt ja wirklich sehr soliden Handelstagen ging es heute mit einem kleinen Minus aus dem Handel. Aber man muss in Summe sagen, der DAX, er bringt sich weiterhin in eine recht gute Ausgangslage, denn eine recht schwache Wall Street, ein wirklich nur ganz, ganz leichter Verlust beim deutschen Aktienindex, das ist eine recht solide Basis, muss man sagen, um hier einen weiteren Kursanstieg in die Wege zu leiten. Das heißt, unverändert ist der Kurskorridor von 14.600 bis 14.700 Punkte ein mögliches Ziel hier auf dem Weg nach oben, bevor es vielleicht dann zu einer erneuten Kurskonsolidierung kommt. Dann, ja, es ist leider so, ich muss einfach nochmals darauf zu sprechen kommen, denn die Aktie von Zalando, sie startet weiter durch. Und gibt richtig Vollgas, muss man sagen. Auch heute, entgegen des Marktes, ging es weiter nach oben um mehr als 2%. Und ja, die Aktie, sie hatte eben schon enormes Kurspotenzial, welches ich ja auch frühzeitig erkannt hatte und ihnen hier auch kundgetan hatte. Und gleichzeitig betonte ich auch, mein erstes Kursziel wurde ja zuletzt bereits erreicht, aber ich sagte auch gleichzeitig, dass ich der Aktie noch bis in den Bereich von über 40 Euro zutraue. Um genau zu sein, ist es die Marke von bis zu 43 Euro. Auf diese Marke sollte man weiterhin achten, denn das ist eine wirklich potenzielle Zielmarke und wer weiß, wie schnell Zalando das vielleicht sogar noch hier möglich macht. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis morgen früh. Dann mit dem Blick auf die Wall Street und wir schauen uns nochmal an, wie gefährlich wird es hier wirklich im Tech-Bereich?